So, Mahlzeit. Das wird jetzt voraussichtlich mal für längere Zeit die letzte Videogeschichte sein, die ich machen kann. Weil es ja, ich hatte es ja schon geschrieben, am Samstag jetzt losgeht Richtung Porto und dann so das Wetter stimmt und alles andere auch, ist dann nächste Woche losgeht über Madeira auf die Kanaren und von dann den Kanaren irgendwann über die Kapverden dann Richtung Karibik. Ich wollte jetzt in dem Zusammenhang nochmal ein bisschen die Werbetrommel rühren hier für die Spendenaktion, die ich zusammen mit dem Turn ja da durchführen möchte. Es haben sich jetzt mittlerweile schon eine ganze Reihe von Spendern angemeldet. Es sind jetzt so um die, ja, irgendwas 17, 18 Tage sind jetzt bereits, beziehungsweise 17, 18 Spender sind jetzt angemeldet, beziehungsweise registriert. Und es sind jetzt nicht 17 oder 18 Tage, weil teilweise Tage mehrfach gesponsert werden und so weiter. Aber ich würde mich freuen, wenn sich der ein oder andere noch durchringen könnte, sich an der Aktion zu beteiligen. Es gab ja zwischendurch auch schon mal so ein bisschen Kritik, dass ich mich da irgendwie so ein bisschen vom Karren spannen lasse. Da möchte ich also auch echt nochmal ganz klar sagen, dass die Zusammenarbeit hier mit Helft ins Leben, die ist zustande gekommen aufgrund meiner Initiative. Also da hat mich jetzt irgendwie niemand angesprochen und mich um irgendwas gebeten oder mich zu irgendwas überredet, sondern das war meine Idee gewesen, diese ganze Geschichte auch mit einem guten Zweck zu verbinden und habe mir auch ganz bewusst hier Helft ins Leben ausgesucht, die hier vor Ort mit der Rheinzeitung und dem Mittelrhein Verlag zusammenarbeiten. Und das ist eine Non-Profit-Gesellschaft, beziehungsweise es ist eigentlich gar keine Gesellschaft, sondern ein Verein, der von ehrenamtlich Tätigen geleitet wird. Und so ist also auch gewährleistet, dass das Geld, was gesammelt wird, zu 100% den Hilfsbedürftigen zur Verfügung gestellt wird. Wie funktioniert das Ganze mit dem Meilensponsoring? Ich habe das auf der Seite ja schon mal so ein bisschen versucht zu erklären. Im Grunde genommen ist es recht simpel. Ich habe jetzt für die Reise von den Kanaren bis in die Karibik 25 Seetage veranschlagt. Können ein bisschen weniger, können ein bisschen mehr sein. Und für diese 25 Tage suche ich sogenannte Meilensponsoren. Meilensponsor bedeutet, dass Sie als Spender sich bereit erklären, für einen bestimmten Tag der Reise die Seemeilen, die ich an diesem Tag segle, zu sponsern mit einem individuellen Betrag. Das heißt letztendlich nichts anderes, wie Sie sagen, beispielsweise, ich bin bereit für Tag 5 oder 6 oder 7 bereit, die Meilen zu sponsoren. Und ich segle dann an diesem Tag natürlich, wie es mein seglerischer Ehrgeiz ist, so viele Seemeilen wie möglich. Sollten das jetzt 100 Seemeilen sein, würden also 100 Seemeilen quasi zu Buche stehen für Ihre Spende. Sie haben vorher festgelegt, wie viel Geld Sie pro gesegelter Seemeile Betrag für Helft uns Leben spenden wollen. Wären das jetzt 50 Cent, wären das bei 100 Seemeilen 50 Euro Spende, wären es 10 Cent, wären es dann 10 Euro Spende, wäre es 1 Euro, wären es 100 Euro Spende. Also quasi die innerhalb von 24 Stunden gesegelten Seemeilen ist der Multiplikator für den Betrag, den Sie bereit sind zu spenden. Anderes Beispiel, Sie sind bereit für Tag 12 einen Euro zu sponsoren. Tag 12 ist aber ein schlechter Tag, weil wenig Wind ist oder vielleicht ein bisschen zu viel Wind oder Wind aus der falschen Richtung oder was auch immer. Und ich kann an diesem Tag nur 50 Seemeilen segeln. Dann wären diese 50 Seemeilen wiederum der Multiplikator für Ihre Spende. Und Sie hatten, ich habe es schon wieder vergessen, 50 Cent oder 1 Euro. Wenn es jetzt 50 Cent wären, wären es dann 50 Meilen mal 50 Cent wären 25 Euro, glaube ich. Ja, müsste stimmen. Wäre es 1 Euro, wären es 50 Meilen mal 1 Euro, wären 50 Euro Spende, die dann zu Buche schlagen würden. Das Geld ist gedacht für ein Hilfsprojekt in Afrika. Ich wollte erst was in Haiti machen, weil dann wäre so zumindest so ein bisschen so ein regionaler Bezug da zu meinem Reiseziel in der Karibik. Allerdings ist es so, dass Helft uns Leben vor Ort da niemanden hat und von daher auch einfach nicht gewährleisten kann, was mit dem Geld dann passiert. Das spricht letztendlich auch für die Transparenz, die hinter diesem Verein steht. Die wollen also, wenn sie Geld aufbringen und Geld irgendwo hingeben, auch wissen, was damit passiert und auch sicher gehen, dass da kein Schindluder damit getrieben wird oder dass das irgendwo nicht denen zugutekommt, für die es letztendlich gesammelt worden ist. Gut, wenn Sie also Interesse haben, Meilensponsor zu werden,
Dann können Sie sich auf www.turn.de registrieren als mein Sponsor. Da geben Sie ganz kurz Ihre persönlichen Daten an. Die unterliegen natürlich den Datenschutzbestimmungen, werden nicht weitergegeben etc. etc. Suchen sich einen Tag aus und geben den Betrag an, den Sie pro Seemeile für diesen Tag sponsoren respektive spenden möchten. Sie können parallel dazu noch angeben, ob Ihr Name auf turn.de oder auch in der Rheinzeitung gegebenenfalls veröffentlicht werden darf als Spender und ob Sie eine Steuerbescheinigung über die Spende möchten oder nicht. Vielleicht noch abschließend der Hinweis, weil die Frage auch schon mal auftauchte. Die gesammelten Spenden sind also wirklich zu 100% nur für Helft uns Leben und diese Spendenaktion, die ich hier durchführe und nicht etwa für mich oder mein Segelturn oder irgendwie die Finanzierung dieser Reise, das ist ausschließlich privat finanziert und das gesammelte Geld geht also hier an Helft uns Leben. Alles klar, ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn möglichst viele von euch oder von Ihnen, je nachdem, mich auf der Reise virtuell begleiten auf turn.de und viel Feedback geben über Kommentare im Forum, auf dem YouTube-Kanal, bei Facebook, wie auch immer. Und ich werde versuchen, in regelmäßigen Abständen was zu posten, vielleicht mal das eine oder andere Bild hochzuladen und auch so wiederum dann das interaktiv halten. Okay, dann Ahoi!